Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Nach Einigung auf Lockerung bestimmter Corona-Beschränkungen. Wirtschaftsverbände kritisieren die Entscheidung als nicht weitgehend genug. Von Seiten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hieß es, für viele Betriebe fehle weiterhin eine Perspektive. Bund und Länder hatten gestern über das weitere Vorgehen informiert. Unter anderem dürfen kleinere Geschäfte wieder öffnen. Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bestehen. Sondersitzung des Europäischen Parlaments zur Corona-Krise. Die Abgeordneten beraten am Vormittag über eine Resolution, in der unter anderem eine EU-weite Strategie zum Ausstieg aus den Notmaßnahmen gefordert wird. An dem Treffen nehmen Kommissionschefin von der Leyen und EU-Ratschef Michel teil. US-Präsident Trump will Leitlinien für Corona-Lockerungen bekannt geben. Die Strategie der Regierung wirke, daher könne die Wirtschaft schrittweise wieder hochgefahren werden, sagte er. Gouverneure mehrerer Bundesstaaten haben aber bereits angekündigt, Trumps Anordnungen nicht folgen zu wollen. Volkswagen will Produktion schrittweise wieder aufnehmen. Nach einem Monat Stillstand sollen von Montag an die Fabriken in Zwickau und in Bratislava angefahren werden. Die übrigen Standorte sollen später folgen, je nachdem, wie die Fabriken beliefert werden können. Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Südkorea. Nach Auszählung fast aller Stimmen erhält die gemäßigte Demokratische Partei von Präsident Moon 163 von 300 Sitzen in der Nationalversammlung. Der klare Sieg kam nicht unerwartet. Präsident Moon ist beliebt, auch wegen seiner Erfolge bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das Wetter oft freundlich mit viel Sonnenschein und Schleierwolken. Am Nachmittag vielerorts starke Bewölkung, dabei trocken. Höchstwerte 10 bis 25 Grad.